Hallo ihr Lieben, heute melde ich mich zurück mit einem Turban-Video. Auf die hohe Anfrage habe ich jetzt beschlossen, das Video zu drehen. So ihr Lieben, für dieses Tutorial braucht ihr einfach nur ein Haargummi, um die Frisur mit den gebundenen Haaren einmal zu zeigen. Und so ein Tuch, im besten Fall ein quadratisches Tuch, das dann hier so aussieht. Oder hier dann nochmal in dieser Form. Es geht besser, wenn das Tuch natürlich jetzt nicht so rutschig ist wie das, also nicht unbedingt aus Seide ist, sondern so aus Baumwolle, dann hält es einfach besser auf dem Kopf. Ich habe jetzt beide Formate, da einfach dieses Muster mir auch so gut gefällt. So meine Lieben, ihr habt jetzt gesehen, wie ich das gefalten habe. Und jetzt zeige ich euch einmal die Version mit den offenen Haaren und dann im Nachhinein die Version mit den gebundenen Haaren. Bei der Version mit den offenen Haaren nehme ich das Tuch einfach mit den beiden offenen Enden nach vorne. So. Und überkreuze es einmal über meinen Kopf. Einmal. Und überkreuze es ein zweites Mal. Und binde es dann hinten fest. Mit den offenen Haaren sieht das Ganze dann so aus. So, diese Version trage ich halt, wenn mein Haar eigentlich noch frisch ist. Also wenn ich nicht gerade ein Bad Hair Day habe, weil dann mache ich die Haare wirklich ganz zurück. Und so eine Frisur kann man oft gerne bei Events tragen. Sieht auch ein bisschen schicker aus. Jetzt zeige ich euch die zweite Version, wo ich die Haare gebunden habe. Das ist euch überlassen, ob ihr einen Pony raushängen lassen wollt oder ob ihr alles zurückhaben wollt. Ich lasse in letzter Zeit gerne meinen Pony draußen und die Version zeige ich euch jetzt auch. Also ich binde dann gerne meine Haare hinten zu einem kleinen Dutt. Das ist egal, ob im Nacken oder oben ein Dutt, das ist auch euch überlassen. So, und jetzt hängen bei mir eh schon hier vorne die Strähnen raus, da meine Haare vorne kürzer sind. Und jetzt das gleiche Prinzip, ich nehme das Tuch wieder nach hinten, die offenen Enden kommen nach vorne. Und überkreuze das hier einmal und überkreuze das ein zweites Mal und binde das hinten fest. Am besten unter dem Dutt. So sieht das dann am Ende aus. Ihr könnt euch dann halt alles noch zurechtzupfen und reinstecken oder rausstecken, wie ihr wollt. Ich habe jetzt alles, soweit es geht, nach hinten zusammengesteckt und wirklich nur mein Pony herausgesteckt. Und so einfach ist das. Also ich habe hier so ein bisschen so einen Knoten drin, dadurch, dass ich das zweimal einfach überkreuze. Und am Ende sieht das Ganze so aus. So, jetzt zeige ich euch eine dritte Version. Da lassen wir das Tuch in einem Dreieck und nehmen das Tuch hinten auf den Kopf. Also so. Dann nehme ich die Haare einfach gebunden wie eben nach hinten zu einem Dutt und lege das Kopftuch hier vorne an. Jetzt nehme ich einfach die beiden Enden und überkreuze die hinten. So. Und binde einfach hier die offenen Enden hier oben zu. Und mache dann noch einen Knoten rein. Steckt dann das, was hier noch übrig ist, dazwischen. Zupfe dann hier alles nochmal zurecht und steckt rein, wo was rausschaut. Und so sieht die Frisur dann halt von vorne aus. So von oben und so von hinten. Ich habe euch jetzt drei Versionen gezeigt, wie ihr euren Turban binden könnt. Ich hoffe, eine von dreien gefällt euch, im besten Fall sogar alle drei. Und ihr macht es mal nach. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr meinen Turban nachmacht und auf Instagram oder auf jeglichen sozialen Netzwerken mich dann mit dem Hashtag ChuckyLovesTurban verlinken würdet. Ich würde mir dann eure Bilder anschauen. Gerne könnt ihr mir auch Snaps schicken. Da bin ich ja jetzt auch ganz aktiv dabei. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr den Turban nachstylt und dass ihr das verstanden habt, wie ich das so binde. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich auch über Kommentare und einen Daumen hoch freuen. Also sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!